Und noch etwas, will Sie mal aufklären. Sie haben eine Jungkommunistin, eine überzeugte Jungkommunistin zur Kanzlerin gewählt. Ist Ihnen das überhaupt klar? Denn Frau Merkel war, ja, Frau Merkel war FDJ-Funktionärin für Propaganda und Agitation. Das konnten nur eine überzeugte Jungkommunistin. Und sie durfte in Moskau studieren. Das waren nur Linientreue. Ich bin spät zum demokratischen Aufbruch gekommen, weil ich lange gesucht habe, wo ich mich engagieren soll. Und irgendwo ein tiefes Misstrauen zu basisdemokratischen Gruppierungen habe. Warum? Und mich dort nicht wohlgefühlt Warum? Habe. Eine Grundregel der Demokratie ist, nach Wahlen gibt es Gewinner und Verlierer. Beide haben ihre Rolle mit Anstand und Verantwortungsbewusstsein zu spielen, damit die Demokratie selbst Sieger bleibt. Da dies absehbar war in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Was können wir tun, damit das nicht durch Gerichte wieder in Frage gestellt wird? Dazu bin ich damals in der DDR nicht froh gewesen, dass das Volk dann was zu sagen hatte, nachdem es das viele Jahrzehnte nicht hatte. Deshalb haben wir jetzt einen besonderen Winter und man muss sich vielleicht wirklich ein bisschen was Wärmeres noch zum Anziehen mitbringen. Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder so oder klatscht in die Hände, damit man ein bisschen warm wird. Und weil ich weiß und darauf auch gar nicht wegreden will, dass letztlich bei der Bundeskanzlerin die politische Verantwortung für das Allermeiste, was in diesem Land passiert, liegt, nehme ich diese Verantwortung auch voll auf mich. An den Fluchtursachen anzusetzen, aus Illegalität Legalität zu machen. Aber wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei jugendlichen Migranten besonders hoch ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Wenn es dann da Übergriffe gibt, neuerliche Gewalttaten, dann nehmen Sie die Verantwortung dafür? Nein, natürlich nehme ich nicht die Verantwortung, dass letztlich bei der Bundeskanzlerin die politische Verantwortung für das Allermeiste, was in diesem Land passiert, liegt. Nehme ich diese Verantwortung auch voll auf mich? Nehmen Sie die Verantwortung dafür? Nein, natürlich nehme ich nicht die Verantwortung. Wir haben intensiv miteinander diskutiert, genauso wie beim letzten Mal. Und ich glaube, wir haben auch beim letzten Mal eine weise Entscheidung getroffen. Das hat sich heute gezeigt. Großbritannien ist bereit, die Vorbereitungen für die Teilnahme an der Europawahl zu treffen, wenn sie kein Austrittsabkommen bis zum 22. Mai haben. Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen.